Kapitel 13 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13. Auf seinem Rückweg nach der Stadt, begriffen, ahnungslos und heiter, traf Aladdin die 30 Reiter. Ihr Hauptmann grüßte höflich glatt, und er, von Heimweh schon beschwingt und in der Meinung, jene wären, vorausgesandt zu seinen Ehren, sah sich mit einem Schlag umringt. Mit Zimt, mein Prinz, dich aufzuklären, begann der Hauptmann, doch ein Sprecher, der Unheil meldet, spricht nicht gern. Uns ward vom Sultan, unserem Herrn, befohlen, dich als Staatsverbrecher in Haft zu nehmen und gefangen zu führen vor sein Angesicht. Sag nur, was habe ich denn begangen? Rief Aladdin mit heißen Wangen. Drauf jener, Prinz, das weiß ich nicht. Wohlan, da habt ihr mich, vollzieht, was eures Amtes, ich folge euch willig, ist's auch gewiss nicht recht und billig, was unverschuldet mir geschieht. Er ward vom Pferd geholt an Armen und Hals mit Ketten fest umschnürt und so zum Schrecken und Erbarmen des Volkes in die Stadt geführt. Der Liebling aller war in Not, man wußte nicht aus welchem Grunde, sah nur ihn von Gefahr bedroht und wollte drum zum raschen Bunde vereinigt in die Freiheit schaffen. Ein Teil ergriff metallne Waffen, ein anderer Steine, Knüttler, Stangen, den Reitern sperrend Weg und Raum, mit ihrem Häftling konnten kaum sie bis in den Palast gelangen. Der Sultan, der bereits sehr nahen erwartet hatte vom Altan, befahl dem Henker alsogleich, den Schädlichen, der sein Vertrauen getäuscht mit einem Streich, das Frevelhaupt herabzuhauen. Es ward ihm keine Frist verliehen, sich durch Verteidigung zu retten. Der Henker hieß, nachdem die Ketten ihm abgestreift, ihn niederknien, band ihm sodann die Augen zu, erhob das Richterschwert wie befohlen, um auf des Herrschers Wink im Nu zum Streich gewaltig auszuholen. Da, was ist das, was dröhnt und gellt, was schwillt und wirbelt brandend brausend, vom Volke haben viele tausend im Aufruhr den Palast umstellt. Man reißt und rüttelt an den Mauern, man bricht aus ihnen Stein um Stein, und lange kann es nicht mehr dauern, da stürzen sie zertrümmert ein und alle Tore klaffen splitternd. O Herr, bedenk, so wendet zitternd zum Sultan sich der Großvisier. Schau hin, wie meuterische Horden, vollständig zügellos geworden, gleich einem grimmen Riesentier sich gegen deine Mauern türmen. Der Mensch hat doch dein Volk behext, und wenn du diesen Spruch vollstreckst, dann wird es den Palast erstürmen. Der Sultan fuhr erschreckt zusammen. Er merkte wohl, dass durch den Tod Prinz Aladdins das Reich in Flammen auflodern würde. Drum gebot er dem verblüfften Henker knapp, vom Streiche das Leben ihm zu lassen. Der nahm die Binde von ihm ab, und den erregten Menschenmassen ward mit Trompetenstoß verkündigt, der Sultan habe kurz und gut, wie sehr auch Aladdin gesündigt, ihn zu begnadigen geruht. Dies Wort voll Beifallslärm umtönt, goss Öl in die erzürnten Wogen, die sämtliche Empörer zogen nach Haus beschwichtigt und versöhnt. Doch Aladdin, als er befreit sich sah, hob zum Altan die Hände, Herr, bat er flehentlich, vollende die Gnade, die du mir geweiht, und sage mir, durch welch Verbrechen verdient ich solchen Strafgericht. Ey, willst du dich noch gar erfrechen, zu tun, als wüsstest du das nicht? Komm, rief der Sultan, komm hierher, dein stolzes Schloss, wo mag es liegen, zeig's mir, nicht finden kann ich's mehr. Als Aladdin emporgestiegen, ließ er ihn durchs Fenster blicken und fragte barsch, was siehst du da? Der Ärmste glaubte zu ersticken, als er die leere Stelle sah. Versteinert, reglos blieb er stehen, war nicht imstande, sich zu sammeln, geschweige denn, ein Wort zu stammeln. Nun sprich, kannst du dein Schloss erspähen? So forschte jener streng und hart. Bekenne, wo es hingekommen und was aus meiner Tochter ward. Mein Fürst, sprach Aladdin beklommen, obgleich ich selbst nicht ahnen kann, was mittlerweile sich hier begeben, so schwör ich dir bei meinem Leben, ich habe keinen Teil daran. Der Sultan schrie, du Strolch, mitnichten, entschuldigst du den Bubenstück. Gern will ich auf das Schloss verzichten, jedoch mein Kind gib mir zurück. Sonst lass ich meinem Wort zum Trotz dir deinen Kopf herunterschlagen, als wär der ein Tannenklotz. Herr, eine Frist von 40 Tagen gewähre mir, bat Aladdin. Ich werde, sollte es mir misslingen, verloren es wieder zu erringen, mich meiner Strafe nicht entziehen. Der Sultan sagte, wohl, so sei's, ich will dir diese Frist vergönnen. Du würdest doch um keinen Preis dem Rächerarm entrinnen können. Bekümmert mit gesenktem Haupt schlich Aladdin wie ausgestoßen von dannen und dieselben Großen, an deren Freundschaft er geglaubt, die gestern noch ihm auf den Fuß gefolgt, um sich vor ihm zu bücken, vermieden heute seinen Gruß und kehrten lieblos ihm den Rücken. Was konnte er tun, wohin sich wenden? Er lief im Kopfe wirr und kraus umher, die Stadt von Haus zu Haus, von Tür zu Tür nach allen Enden,
durchwandernd, ohne zu verstehen, in welcher Absicht, fragte jeden mit abgerissenen ihren Reden, ob irgendwer sein Schloss gesehen. Gar manche wurden übermannt vom Mitleid, andere wieder lachten ihn aus, vermutlich weil sie dachten, er sei nicht richtig bei Verstand. Nachdem er so mit müdem Blick 3 Tage lang herumgeschlendert, wollte in der Stadt, wo sein Geschick sich so bejammernswert geändert, er nicht mehr weilen, sondern trollte sich ohne Plan hinaus aufs Feld. Unendlich lag vor ihm die Welt, nun wußte er nicht, wohin er sollte. Weh mir, ich war zu bettelarm, dass ich mein traurig Los verfluche, so rief er aus in bitterem Harm. Wenn ich den Erdkreis auch durchsuche, beharrlich pilgernd Jahr um Jahr, wo finde ich die Geliebte wieder? Weil besser, dass die Augenlider der Tod mir schließt auf immer da. Er näherte sich einem Fluss und wollt, um seine Qual zu kürzen, sich mit verzweifeltem Entschluss kopfüber in die Fluten stürzen. Es war am Sonnenuntergang, der Feuerball mit letztem Blinken schien ihm den Abschiedsgruß zu winken, ein Ruck, ein Anlauf und er sprang. Das Ufer war an dieser Stelle besonders steil und sein Rand umschloss ein kahles Felsenband in rau zerklüftetem Gefälle, so dass der lebensmüde Springer an einem Felsenstücke hängen blieb und jener Ring, den er am Finger noch immer trug, daran sich rieb. Das war sein Glück, denn alsobald, wie aus dem Wasserdunst verdichtet, stand mächtig vor ihm aufgerichtet desselben Geistes Schreckgestalt, der einst ihm in der Gruft erschienen, und rief: Ich bin des Ringes Knecht, mir zu gebieten ist dein Recht, sag an, womit kann ich dir dienen? Darauf Aladdin: O Geister, rette zum zweiten Male mich vom Tod und bring, bevor der Morgen loht, mein Schloss zurück zur alten Stätte. Der Geist versetzte: Dies Gebot verträgt sich nicht mit meinem Walten, ich diene nur dem Ring, du musst dich an den Geisterlampe halten. Nun wohl, jedoch wenn dir bewusst, wo sich zurzeit mein Schloss befindet, sprach Aladdin, befehle ich dir, Kraft dieses Ringes, der dich bindet, befördere mich sogleich von hier geradeaus zu seinem neuen Platz. Kaum ausgesprochen war der Satz, da trug beflügelt ihn der Riese nach Afrika zu jenem Ort, wo nun inmitten einer Wiese das Bauwerk stand und setzte dort ihn sänftlich nieder auf das Gras. Zwar blieb es Aladdin verborgen, dass er im Inneren Afrikas gelandet war, doch er genas von allen Martern, allen Sorgen, als er den wohlbekannten Bau trotz dunkler Nacht im Sternenschimmer gewahrte. Ja, sogar die Zimmer dicht vor sich sah, die seiner Frau zur Wohnung dienten, und sie schlief wahrscheinlich dort schon fest und tief. Um Lärm und Aufsehen zu vermeiden, hielt er gewaltsam sich zurück, wie schwer es auch war, so nah dem Glück bis morgen früh sich zu bescheiden. Er streckte von der langen Pein ermattet unter einer Palme sich aus zum Schlummer, und die Halme des Grases wiegten mild ihn ein. Ende von Kapitel 13, gelesen von Elli, Juli 2012.